Herzlich willkommen bei Pit. Der kleine Kurt hat seinen nächsten Endgegner erreicht. Und hier sehen wir, wie der Endgegner wieder ganz voll ist. Aber das liegt natürlich daran, dass ich da, nachdem ich die letzte Aufnahme gestoppt habe, dass ich dann nochmal gestorben bin. Und hin und wieder fliegen die Raketen einfach schön an dem vorbei, anstatt dem in die Fresse zu fliegen. Was ich sehr unfair finde. So, eine davon muss doch jetzt treffen. Yes! So. Wir haben wieder Gliedmaßen für die nette Umi. Und wir können hier einfach rauslaufen. Und uns fehlt nur noch eine einzige. Wir haben jetzt schon entweder zwei Arme und ein Bein oder zwei Beine und ein Arm. Das war nicht so richtig ersichtlich. Aber wir sind positiv gestimmt und laufen gerade mal aus Versehen wieder zurück in das Mittelfeld. Macht aber nichts, wir können den Ladebildschirm einfach noch einmal angucken. Die Musik ist so fröhlich. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Ja. Okay, das Prinzip verstehe ich. Wir fliegen hier rüber. Das ist aber lustig. Die große Frage ist, da unten war auch noch was. Und ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht nochmal neugierig hinunterspringen würde und sterben dabei. Insofern, man darf ja hier sterben. Das ist ja ein Spiel, wo gestorben werden darf. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ich verstehe einigermaßen. Das hat mir ja jetzt noch nicht so wirklich weitergeholfen. Ich muss da oben ja eine hinpacken. Und das, wie kann ich denn das machen? Ach, das waren die Teile, die man auch zerstören konnte. Jetzt verstehe ich das wieder. Schade. Nee, das war so dann so nicht geplant. So, also nochmal. Ich kann die zerstören und damit auch da kurzfristig wieder eine drüber fahren lassen. So zum Beispiel. Oh, so natürlich nicht. Ich muss da schon oben treffen. Yes. Komm, noch einen. Hahaha, ich bin durch. Den müsste man eigentlich auch irgendwie da runterkriegen können. Aber das hilft mir nichts. Ich muss den hier runterbringen. So sieht das aus. Das kriege ich nur, das schaffe ich nur, indem ich hier eine hin tue. So. So. Ich weiß, ich habe da was übrig gelassen. Da war sogar eine Weste dabei. Verdammte Axt. Na gut, da muss ich die Weste wohl nochmal holen. Die kriege ich ja vielleicht noch. Aber wie? Kann ich da runter? Ich kann nicht da rüber? Ich könnte höchstens so, aber da komme ich ja nicht hin. Aha. Da muss ich lang. Da, wo die weißen Blöcke... wo die weißen Blöcke irgendwo sind. Ich hab da jetzt versagt gerade. Komm her. Zack. So, dann mache ich jetzt erstmal die weißen Blöcke. Ach Gott. Yes! Ich bin it! The King! Zack. So, jetzt werde ich die bestimmt auch gleich wieder verlieren. Das ist so schwierig, wenn man jetzt einfach springen muss und per... Ich wusste es doch! Das ist so unfair! Naja, ich habe wenigstens die Sterne aufgesammelt. Wollte ich sagen, das ist natürlich hiermit jetzt auch geschehen.
Weil ich kann nochmal von vorne anfangen. Echt, schon wieder, ja, 5 Minuten habe ich aufgenommen und schon bin ich wieder kurz vorm Herzinfarkt. So, wieder rüber. So, zack. Soll ich das nochmal versuchen da oben? So, ihr macht mir jetzt zum Glück nichts, sondern stört nur meinen mein Bewegungsapparat. Yes! Habe ich die schon mal? Jetzt bin ich nämlich direkt hier und kann hier weiter und ich habe es geschafft! Alles ist so super! Erfolgserlebnis und alles. So, das ist ja jetzt klar, was hier passieren muss. Schönes Rätsel hier. Macht Spaß. Auch immer was Neues, muss ich sagen. Bisher haben die immer irgendwie mir was Neues darbieten können in den ganzen Rätseln. Und das will ja schon was heißen. So, das war natürlich jetzt nicht so geil. So, auch das haben wir hinter uns gebracht. Warum ist diese einzelne Kiste da? Das ist sehr verräterisch. Also, kein gutes Spiel ohne Lüftungsschächte. Auch das kennen wir. Und wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, können wir damit natürlich auch ziemlich coole Verstecke uns aussuchen. So. Und jetzt sind diese Dinger natürlich höchst unangenehm. Hahaha, vergiss es, du Blechvogel. Huch. Bin ich denn jetzt hier schon richtig? Da oben sind schon wieder Goodies. Dammit. Ich möchte zu den Goodies. Ob ich das sehe, wie ich da hochkomme. Wie ich da reinkomme. Ne, das sieht man nicht. Ich komme weder von links noch von rechts noch von oben oder unten rein. Das ist ein abgetrennter Raum. Ist ja wohl mal voll fies. Dammit, er hat mich gesehen. Aber hier scheine ich auch nicht weiterzukommen, was das anbelangt. Und tschüss. Ich hoffe, dass ich irgendwo nochmal... Es geht da die Tür auf, direkt. Doch sehr verdächtig. Und hier oben ist noch alles frei. Wie komme ich da rein? Ich will da rein. Auch nicht hoch. Mensch, da ist irgendwie so eine Spielbox oder sowas. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann mache ich mir hier meine Treppen kaputt. Uah. Komm, dann kannst du mich auch ganz kaputt machen. So, habe ich wenigstens meine Rüstung wieder. Der ist ja anstrengend. Ich hätte noch eine Bombe übrig. Vielleicht sollte ich die investieren. Wenn man richtig treffen würde. Yes! I did it! Oh. Das war so nicht geplant. Egal. So, ich schwebe mit einer Kiste hinauf. Das müsste langen. Tja, wie ich da oben in diesen einen Raum reinkomme, keine Ahnung. Ach, guck mal. Nein, nicht schon wieder so einer. Komm mal, mir ganz weg. Wenn er mich wegmachen soll, dann kriegt er mich nicht. So. So, reden wir erstmal mit dem.
Hello. Was machst du hier? Ich suche nach den Gliedern der Türsteherin. Sie sagte, ein Wächter hätte sich hier irgendwo versteckt. Er ist im nächsten Zimmer, aber er sieht nicht gerade nett aus. Pass auf, dass er dich nicht sieht. Na, das sind ja mal Informationen. Herzlichen Dank und so. Nee, nee, nee. So eher. Oh, da muss ich auf beiden, bei beiden Türen, muss ich das klar machen. Ah, das ist nicht gut. Wie soll ich das denn machen, ohne jetzt hier die Bomben und so weiter, vielleicht. Ja, vielleicht. Oh Mann! Jetzt hau doch mal ab, du verdammter Scheißroboter! So. Erst die Sternchen aufsammeln. Eigentlich wäre es am besten, wenn der Roboter nochmal herkommen würde. Genau so. Na komm schon. Oh, jetzt hängt da irgendeine von den Scheißkisten und kommt nicht richtig ran. Kann sich fassen. Mach mich kaputt. Wieso fliegst du nach da oben? Ich bin hier unten. So. Again. We try it again, please. One more time. Ach. Der andere Roboter macht nichts, während hier ein kleiner Junge verprügelt wird. Das ist ja ein Skandal. Oh. Krampfader hier. Okay. So, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, die Situation, die ich jetzt gerade habe. Dass der hier unten ist. Ach. Nein! Ach Gott. Was für ein hanebüchner Unfug hier. Was für ein fieses Rätsel. Das sieht am Anfang gar nicht so fies aus, aber es ist durch diesen einen Roboter, ist das so gemein. Und wenn man keine Bomben mehr hat, so wie ich jetzt gerade... Okay. Ich sammle erst die Sterne auf. Dann mache ich den hier klar. Dann mache ich den hier klar. Fall hier runter. Und geh durch. Ist doch eigentlich ganz einfach gewesen. Mal gucken, ob der hier auch... Oh. Der springt sogar auf diese scheiß Plattform drauf. Reagiert er da drauf? Ne, reagiert gar nicht da drauf. Wozu sind die gut? Hilfe! 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 Nein! Okay. Da muss ich irgendwie anders platt machen. Aber wie? Irgendwie muss ich, nehme ich an, diese kleinen Roboter wegmachen. Aber was bringt das? Vielleicht, wenn der genau, wenn der da drauf ist oder so, das könnte sein, dass der mit den Robotern zusammen... Aber so verliere ich ja jedes Mal meine verdammte Weste. Der springt auch hoch, muss ich sagen.
Eventuell ist es aber trotzdem diese Taktik, genau das. Nämlich, dass ich hier... Ah, nee, da kriegt man Bomben. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, nicht doch! Okay, dann kriege ich dadurch eben Bomben. Alter, ich krieg's nicht hin. Dieses Einschätzen von der Entfernung, die man braucht, wenn der sein Ding schmeißt, ist nämlich gar nicht so einfach. Leider. Was? Ihr verdammten Wichser. Ahahaha. So, jetzt aber. Ja. Das geht mir jetzt doch so ein bisschen die Pumpe. Ganz coole Musik auch. So. Hahaha. So. Ach Gott, der hat mich gesehen. Obwohl ich unten drunter war. Ah! Man darf sich fast nicht dahinter verstecken hier. Man muss oben drüber springen oder so. So, der Wächter, wie er auch guckt. Gut animiert. Damn it. Ach, das ist natürlich auch interessant. Ach, shit. Ich kann die Bombe werfen und krieg dann eine Bombe wieder. Yes. So. Jetzt, es kommen ja immer nur zwei. Es können immer nur zwei kommen von diesen Robotern, diesen kleinen. Ach, dammit. Oh ja, ich hab's geschafft schon. Das ist ja super. Ich kann ja noch diese zwei einsammeln und mir dann nochmal zwei neue... Oh nein, du nicht runterfallen tun sollen. Na gut. So, mal zwei neue Bomben holen. So, wo ist der Roboter hin? So. Pam. Das bleibt offen. Und wir sind raus und haben alle Gliedmaßen. Wir sind bei 18. Das bedeutet, ich werde die Oma in dieser Folge leider nicht mehr erlösen. Sondern in der nächsten. Aber dann werden wir sehen, wie uns die Oma hoffentlich die Tür aufmacht in eine bessere Welt. Bis dahin. Tschüss.